Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Magdeburg. Ja, die letzte Saison wurde abgeschlossen und jetzt sind wir in der neuen Saison bei der DFB-Pokal-Auslosung erster Hauptrunde. Und los geht's, dann gucken wir mal. Paderborn spielt gegen Augsburg. Hansa Rostock spielt gegen VfL Wolfsburg. Hallescher FC muss gegen Dynamo Dresden ran. VfL Aalen spielt gegen 1. FC Nürnberg. Fortuna Köln spielt gegen Eintracht Frankfurt. 1. FC Kaiserslautern spielt gegen Mönchengladbach. Doktorsen Assel spielt gegen uns. Super. Wieder ein bisschen Losglück gehabt. So, mal gucken, ob da irgendwelche besonderen Begegnungen dabei sind. Nö, sieht nicht so aus. Jeder muss gegen Bayern spielen. Andere Seite gucken. Nichts Besonderes in dem Sinne. Cottbus muss gegen Dortmund spielen. Nö, keine besonderen Begegnungen. Na gut, dann los geht's. Planung. Planung ist das halbe Leben. Das sind die Europapokal- und Champions League-Teilnehmer. Das interessiert uns nicht so wirklich. So, das war ein Wappen von Sunderland. Jetzt warten wir noch ein bisschen, bis das hier... So, obere Tabellenhälfte will er jetzt haben, okay. Dann muss er uns auch ein bisschen Kohle zur Verfügung stellen. Bin ich mal gespannt. Was haben wir denn? Minus 8 Millionen, minus 2,4 Millionen, also alles nur Minus. Muss man gut wirtschaften. Mal ein paar Jungs verkaufen. Müssen wir schauen. Schauen wir mal. So, machen wir erstmal hier alles weg. Oh, haben wir einige neue Spieler bekommen. Gut, jetzt gucken wir uns gleich alles an. Jetzt geht es erstmal hier an die Trainingsplanung. Mannschaft, Trainingslager. Jetzt noch billig. Antalya, nehme ich Antalya. Ich bin noch Bede. So, da ist Bede. Ab. Geht jetzt mal dahin zum Trainingslager. So, jetzt haben wir hier ein paar Spiele. Okay, das heißt, hier werden noch keine Freundschaftsspiele gemacht. Sponsorentag und Jugendtag. Tag der Jugend, jawohl. Und hier fangen wir mit Freundschaftsspiele an. So, machen wir erstmal Freundschaftsspiele. Gegen starke Gegner natürlich. Gucken, was haben wir da? Bundesliga. Entschuldigung, aber ich habe mich gerade verschluckt. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Machen wir mal gegen VfB Stuttgart Bundesligist. Direkt starke Gegner nehmen, damit wir auch gleich wissen, wo der Hammer hängt. So, hier wird erstmal Verlegungspark-Termin gemacht. Zack. So. Ah, hier kommt schon das Ende, hier kommt schon das erste Spiel. Und dann jetzt da... Machen wir hier Saisoneröffnung. Vor dem Freundschaftsspiel. Okay, so, was haben wir jetzt hier?
Beispiel können wir eine Charity Gala machen. Zack. Und nach dem Pokalspiel. Hier gehen wir essen. So, weiter geht's. Hier machen wir jetzt eine Autogrammstunde. So. Hier gehen wir wieder essen. Go eating. Wir gehen essen, gemeinschaftlich. Im Oktober machen wir hier im Fanclub treffen. Zack. Dann gehen wir hier essen. November. Dann machen wir hier die Spieleraussprache. Zack. Essen gehen wir hier. So, im Dezember. Was haben wir denn da fallen? Das ist hier mal den 23. Machen wir hier die Weihnachtsfeier. Hier gehen wir essen. So. Und ab den 28. geht es ins Trainingslager nach London. London Trainingslager. 14 Tage. Ja, natürlich möchte ich das. Stellen wir Fragen, ist der Wahnsinn. So. Jetzt gehen wir hier weiter. Im Februar gibt es keine Freundschaftsspiele. Da wird alles auf Dresden gelegt. Dann kommt hier das obligatorische Essen gehen. Mit der Mannschaft. Oh. Da. Und da ist er. So, Kalender. Weiter geht's. So, dann gehen wir am 24. Februar essen. Ja, essen gehen wir uns. Auf jeden Fall. Dann gehen wir am 28. März essen. Essen gehen. So, April am 28. gehen. So, Mai kommt erstmal nach dem DFB-Pokalfinale die Saisonabschlussfeier. So, Spielerauszeichnungen. Zack. Am 30. gibt es eine Spielerfeier. Abschalten und am 31. weiß ich noch nicht, ob ich da Urlaub mache, aber ich denke mal schon. Gucken wir dann in der Saison. So, dann hätten wir erstmal die Planung. So, dann muss ich mal gucken. Training, langfristiges Training, Laden, Deutschland, zweite Liga, drei Gruppen, Reserve, Regionalliga. Hoffe ich doch mal. Dann muss ich Oberliga nehmen. Mal gucken, wo spielt die zweite denn? Die zweite. Die spielen natürlich in der Regionalliga Nordost. Das ist gut. So, gucken wir mal bei der ersten. Dann müssen wir mal die Speichern-Taktik. 4-3 verschoben. So ist das. Gut, jetzt können wir uns den Spielern widmen. Ich glaube, da war keiner, der über 70 war, oder? Mal gucken. Geisinger hat 66, Website. 64, Website. 68, Website. Website, 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 Website. Website, Website, Website. Der Amiri ist Pressekonferenz, haben wir einen guten Fang gemacht. So,
Das machen wir mal alles weg. Und jetzt schieben wir alles in die zweite, was wir nicht mehr brauchen, beziehungsweise verkaufen das. So, schauen wir mal. Torwart. Wir haben drei Keeper. Andersen, ja. Michael Andersen, der in die Reserve als Keeper erstmal. So, der Brunst bleibt. Früchte bleibt auch. Haben wir hier drei links, vier Linksverteidiger. Mal gucken, 46, ja. Steinmetz, der geht in die Reserve. Ab in die Reserve mit dir. Was haben wir hier? Bittek, okay, der bleibt. Dann kommt der Obiang weg. Den verkaufen wir. So, als Verkauf. Okay. Was ist er wert? 700.000, 440.000 passt. So, dann haben wir hier wie viele Innenverteidiger? 1, 2, 3, 4 passt. Zwei Rechtsverteidiger passt auch. Dann haben wir aber hier einige Defen. 1, 2, 3, 4 defensive Mittelfeldspieler. Ja, Meekings bleibt erstmal. Gut, dann kann ich den Prömel verticken. Und der Roter geht in die Reserve. So, in die Reserve versetzen und tschüss. So, dann haben wir den Prömel. Herrera bleibt. Dann verkaufe ich den Prömel, weil der halt älter ist. So, gucken wir mal. Auf Transferliste setzen. Das ist der 725.000, 575. Ne, wollen wir eine Million haben. Mindestens eine Million. So. Das hätten wir. Prömel. Dann haben wir hier zwei zentrale Mittelfeldspieler, zwei Offensive. Dreimal links außen, da müssen wir mal gucken, Brekalo und Batista Meyer, Amiri, also ja, Amiri, Batista Meyer, Muslia und Brekalo. Dann geht der Muslia in die Reserve. So, ab in die Reserve mit dem. Haben wir zwei rechts außen, zwei Stürmer, perfekt, passt. So muss das sein. Und nicht anders. So, dann nehmen wir in die zweite Mannschaft. Da werden wir erstmal einstellen, dass die wie die erste spielen soll. Genau. So und nicht anders. So. 4-3 verschoben. Dasselbe in der Jugend. Ist klar. Na, da haben wir auch einige gute. Jakob Jensen werden wir hochholen, aber erstmal müssen wir sehen, dass wir das Gehalt wegkriegen. So, das Minusgehalt. So, da haben wir erstmal die hier. So, dasselbe in der B-Jugend. Da müssen wir aber erstmal aussortieren. So. Die B-Jugend aussortieren. Was haben wir da? Drei Keeper. Ja, ist ganz klar, ne? Hopkins bleibt da, wo er ist. Wo ist meine Maus jetzt wieder? Da. Schäfig kommt weg. Fort damit. Hau Feng. Kommt auch weg. Ab nach Hause mit dir. So, da haben wir einen Linksverteidiger, das ist okay. Und dann drei Innenverteidiger. Und 34er. Und tschüss. So. Nur der zwei defensive Mittelfeldspieler. Dann machen wir den Schmoll weg. Zack. Ja, ist klar, wie wir da wegmachen. Das ist der Bischof. Und dann offensiv. Man macht keinen offensiven. Links, ja, ist okay. Mit dem Florian Jan wegmachen. So, haben wir hier Meier weg. Und ja, Napoleoni weg. Napoleoni. So. Jetzt B-Jugend spielt wie auch wie die erste. So, aktuelles Spielsystem beibehalten. Ja, genau so wollte ich es nicht haben. Der
Jonsen soll ruhig seine Stärke hier ausspielen. Oh. Okay. Na dann so. Dann soll er so. Der hat dieselbe Stärke als offensiver Mittelfeldspieler wie als zentraler Mittelfeldspieler. Das ist sehr gut. Dann hatte ich den auch als offensives Mittelfeld eingestellt. Okay. Dann bleibt das so. Sehr gut. A-Jugend. So, gucken wir mal. Aktuelles Spielsystem beibehalten. So, und dann gehen wir ins Trainingslager für die B und für die A natürlich, und zwar nach Bisham Abbey. Da. Das denke ich mal, das ist nicht so weit weg, das ist in einem anderen Land, Ausland. Können so ein bisschen so, wollen wir ansetzen, natürlich. So, und dasselbe in der zweiten. Die gehen auch nach Bisham Abbey. Da habe ich eigentlich eine relativ gute zweite, das heißt, ich muss da erstmal aussortieren gleich. Trainingslager. Trainingslager Bisham Abbey. 28 Tage, jo. Soll nicht auf den Sack gehen. So, jetzt verkaufen wir erstmal. So, was haben wir denn hier? Obiang in die Reserve. Erstmal alle, die eine Reserve machen, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Ja. Steinmetz ist nicht auf der Transferliste. Genauso wie Meekings, der ist auch nicht auf der Transferliste. Wieso ist denn der auf der Transferliste? Kein Meekings. Also von der Transferliste streichen. Weg damit. Oh, Piccolo. Ja, da haben wir natürlich einen Fang, aber ich glaube, den können wir uns nicht leisten. Den werden wir uns nicht leisten können. Leider, 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 leider. Schade, 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 schade. Dann ist das so. Thielemann, 70, rechts außen. So, gucken, ob wir den kriegen vielleicht. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir die Jungs hier in die Reserve packen. Wieso ist der jetzt? Achso, der ist noch hier. So, weg damit. Okay. Für den Oscar. Achso, das ist ja... Ja, der bleibt auch erstmal. Das sind nur die beiden, Prömel und Obiang. Kommen die erstmal weg. 700.000, das ist gut. Krischer Prömel. So. Und wer den haben will, 1 Million nach Karlsruhe. Super. Haben wir schon mal 1,7 plus hier gemacht. Schauen wir mal. So, Thielemann. Thielemann, okay. Den werden wir dann noch holen, nachher noch. So, das hätten wir. Das hätten wir. Gut, jetzt müssen wir in die erste gehen. Erstmal schnelle Aufstellung machen. So, hier mal die 1. Genau. Zack. Früchtel, das ist Stammkeeper da drin. So, dann haben wir hier Linksverteidiger. Sowohl mit 65 und Wittek. Wo ist der Wittek? Ah, da. Der 67. So kommt der Sowohl rein, dann zwei starke Innenverteidiger, einmal Van Drongelen mit 71 und einmal Corrado mit 61. Der ist nicht so gut, aber egal. Genau. So, dann Rechtsverteidiger, haben wir zwei Stück. Na, Michler. So. Defensives Mittelfeld, dann kommt der Meekings rein. Zentrales Mittelfeld. Dann machen wir den Mangala rein. Im offensiven Mittelfeld kommt der Amiri. Links außen Batista Meier. Rechts außen. Das ist egal, dann nehmen wir den Coco. Und Stürmer.
Stürmer. Machen wir Gyrassi. So. So, das machen wir erstmal Rotation. Die nehmen wir erstmal Rotation 1. So. Speichern. Bestätigen. Das heißt, wir werden jetzt die Rotation 1 einsetzen und danach die Nummern sortieren. Gut, bestimmt Noski ist nicht mehr. Noski kommt jetzt auf die 13. Auf die 14. Van Drongelen kommt auf die 5. Cesinger kommt auf die 15. Cesinger habe ich gesagt, auf die 15. Hä? Ich geht das nicht. So. Sobol kommt auf die 3. Miki ist auf die 6. Mangala auf die 8, das ist okay. Höhler tauscht mit Gyrassi. Gyrassi. Na, wo hängt der rum? Wo hängt der rum? Weiß ich nicht, muss ich gleich mal gucken. Da ist er auf die 11. Gyrassi tauscht mit Höhler. Nee, andersrum. Höhler auf, kommt dahin. Gyrassi auf die 9. So. Rekalo kommt auf die 23. Michelin, der ist auf der 2. So. Ich gucken, wer auf die 5 ist. Die 31 kommt auf die 5, okay. Die 31, Curado, kommt auf die 5. So. Rechtes Mittelfeld oder rechts außen besser gesagt, das ist der Langard oder der Koko ist da. So, haben wir die erste Elf. Brunst, Rechtsverteidiger. Wittek auf die 15. So, der auf die 18. Langford auf die 19. Boom kommt auf die 20. Amiri tauscht gleich mit glaube ich ein 24, ach die 11, genau, Amiri, die 11, Meier. So, und Jeftic tauscht mit Amiri. Das müssten wir eigentlich nur durchnummeriert haben von 1 bis 11. 1, 3, 4, 5, 2, 6, 8, 10, 11, 7, 9. Perfekt. Super. Gut, dann nochmal eine schnelle Aufstellung. Ersatzkeeper ist der Wunst. So, dann kommt sowohl Wittek. So, Wittek auf die 3. Innenverteidiger mit Gerade und Kondronen. Dann kommt der Zeisiger. Defensives Mittelfeld. DM. Kommt der Herrera. So, recht offensives Mittelfeld. Kommt dann Jeftic. Rechts oder links außen. Entweder Brekalo oder Langford. Rechts außen. So, in dem Sturm kommt dann Höhler. Ja, Höhler. So, dann hätten wir das schon mal. Jetzt kommt die zweite. Ja,
442 Raute, das stimmt ja nicht, ne? Das stimmt ja nicht. Die löschen wir mal. Zack. So, 403 verschoben, super. Gut, dann wollen wir mal Früchtel hier wieder rein. Linksverteidiger Wittek. Innenverteidiger Schäfer und Zeisiger. Schäfer und Zeisiger. Ja, Rechtsverteidiger Ignowski. Defensives Mittelfeld Herrera. Sehr gut. Zentrales Mittelfeld müsste ein Boom sein. Genau. Offensives Mittelfeld Jeftic. Linksaußen Brekalo. Rechtsaußen Langford. Und im Sturm der Höhler. So. Das hätten wir. So, dann geht's jetzt in die Reserve. Da kommt der Runst. Der Satzkeeper. Links- oder Rechtsverteidiger müssen wir mal gucken. Sowohl als Linksverteidiger. So, dann kommt Zeisiger, ne, Curado. Als Innenverteidiger. So, defensives Mittelfeld kommt dann der Meekings. Offensives Mittelfeld dann Amiri. So. Und dann kommt links außen bzw. rechts außen. Nehmen wir links außen Meier. So. Und im Sturm halt Gyrassi. So, das hätten wir auch erledigt. Machen wir Rotation 2. Rotation 2. Abspeichern. So, jetzt müssen wir mal gucken, passt das alles? Rotation 2. Sieht gut aus, alles da. Gut. Und hier die Rotation 1. Sieht auch alles gut aus. Gut. Dann ist das in Ordnung so. So, dann gehen wir mal rüber hier. Haben wir Feinde? Ja, haben wir. Müssen wir mal gucken, wer. Schäfer und Zeisiger. In den beiden Innenverteidiger. Aber die sollen sich jetzt erstmal vertragen. Vertragt euch wieder. Und Zeisiger auch. Nein, da wollen wir nicht hin. Ich hasse das. So, dann haben wir noch gesagt, Zeisiger soll nicht wieder vertragen, die Kameraden. So, zack. So, den anderen sagen wir alle, die sollen sich beim Training anstrengen. Im Training alles. Im Training alles. Nächste Woche dann bei den anderen so lange erstmal, die sollen sich vertragen, bis sie sich vertragen haben, und dann können die auch im Training alles. Müssen wir mal gucken. So. Gib im Training alles. So, das hätten wir alles erledigt. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Ja, die Saison ist nicht viel drin. Wir haben zu viel eingekauft. Naja, egal. Müssen wir halt durch und so. So, jetzt gucken wir erstmal hier Trainingsziele. Früchtel machen wir auf 75 hier. Ja, der macht sich langsam. Der ist aus 58er gekommen. Mittlerweile hat er 66. So muss das sein. So. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Den auch nicht. Den auch nicht, den auch nicht.
Nein, nein. Ah, den müssen wir zweimal sogar. Wer ist das? Das ist der Meier. Ja, der war auch gut, der Junge. So. Der hat mittlerweile auch 66, 60er bekommen. Auch nicht. Aber den müssen wir. So, was haben wir jetzt hier? Defensives Mittelfeld, Meekings. Gehen wir mal die optimalen Werte ein hier. Der hat hier 72. 74, 76 und 77. Kommt eigentlich schon mit guten Werten her. Mal gucken, wie hoch der wird. Mal schauen, wie diese neue Saison läuft. So, Meekings, der musste. Zeisiger, ja, das ist Innenverteidiger. Den müssen wir auf jeden Fall. So, was hat er denn? 69 und 70 und 71. 69, 70 Sprungkraft, 71, 71 und 72 Antritt, ja. Er soll lieber schnell sein als robust. So, alles auf 75. Brekalo. Was hat er denn? Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall die Flanken mit 70. So, dann hat er hier 72. Ja, 78 Beweglichkeit, 79 Antritt und Dribbling 79. So, das hätten wir. 1, 2. So, perfekto. Gut. Nächste, Langford, links außen, ne, rechts außen, Entschuldigung. Machen wir erstmal Dribbling auf 67, also 67 auf 70. Auf jeden Fall Dribbling. So, dann gucken wir mal, dann Beweglichkeit. Flanken. Schnelligkeit. Und Antritt. Auf jeden Fall schnelle Spieler haben. So. Kevin Langford. Deutschland, USA. Ja, kann man schon was mit anfangen. So, Coco. Aus Frankreich. Links außen, rechts auch rechts außen. Ja, müssen wir mal gucken. Haben wir erstmal Flanken. Dann Schnelligkeit, Dribbling, Ballkontrolle und Antritt natürlich. Oh, der ist schon kein schlechter. So. Dann kommt Boom. Das ist ein zentraler Mittelfeldspieler. 71, 79, 79, ja, müssen wir alles machen, klar. Nein. So. Also Ausdauer und Ballkontrolle. Na, wo ist meine Maus wieder da? So, auf 90, 85, 95, nein, 75, 85, so. Jean-Manuel Mboum. Okay. Mal sehen. So, Mangala. Das ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Der auch schon recht gute Werte hat. Also kann man schon nicht meckern. Gut eingekauft. Müssen wir gucken, was der hier so dann bei dem und Spielmacher ist er. Und ich spiele generell ohne Spielmacher. Firlefanz brauchen wir nicht. Alles auf 80. Gut. So, Curado, das ist ein Innenverteidiger, ein Argentinier. Oh, gucken. Ja, Manndeckung macht er erstmal. Dann Sprungkraft. Robustheit. Antritt. Und Grätsche. Schauen wir mal, was es wird mit ihm.
Ja, gucken, vielleicht macht er sich ja. Der ist ja mit einem erfahrenen Innenverteidiger dran. So, jetzt kommt unser Linksverteidiger, Sobol. Was hat er denn? So, gucken, was er denn so hat. Ja, 68 und 69. Kriegt schon Zweikampf. Dann Ausdauer. Antritt und Schnelligkeit. Flanken muss er nicht unbedingt können. Die Außenverteidiger sollen schön hinten bleiben bei mir. So, den machen wir mal runter. So. Eduard Sobol aus der Ukraine. Ja, mal gucken. Da springt er ja was. Michelin. Was hat er? Rechtsverteidiger. So, gucken wir mal. Antritt, Grätsche. Ein Zweikampf. Die auf jeden Fall. Angriff, Grätsche und Zweikampf. 74. Und die Flanken auf 80. Na komm, Flanken. Hab ich gesagt. So, jetzt. Also Schnelligkeit und Flanken auf 80, der Rest alles auf 75. So. Amiri ist mein Top-Spieler, mein Königstransfer. Ablösefrei von Hoffenheim gekommen. Glaube ich, von Hoffenheim war der, ne? Ich glaube ja. Mal sehen. So, der spielt definitiv in der ersten Rotation, damit wir da ein bisschen Qualität haben. So, gucken wir mal. 80. So. 85, 80. Schon Erstliga, ist auf jeden Fall ein Erstligaspieler. Spielstärke 75. Muss das sein. So. Und da sind wir wieder bei Früchtel. Puh, das war jetzt ein Akt. Gut, das hätten wir alles. Dann sind wir auch soweit durch. Dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Man sieht uns dann morgen, wenn die Saison dann so anfängt. Die Vorbereitung. Also wir machen jetzt mal die Trainingslager und dann schauen wir mal, dass wir dann komplett bis zum ersten Spieltag machen. Also dann nächstes, übernächstes Video quasi der erste Spieltag. Dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Bis morgen dann. Ciao, ciao.